Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute wollen wir uns nämlich ein Toy angucken, was wir durch eine kleine Questreihe bekommen. Und zwar heißt das hier zuckendes Auge oder zuckender Augapfel, so rum. Und wenn wir hier gucken, was es macht, empfangt ein Thoughts Geschenk. Und das ist quasi auch die Questreihe, die wir jetzt hier mit Patch 8.1.5 auf den neuen 2-Mann-Raid bekommen. Die könnt ihr nämlich seit der Woche laufen. Nächste Woche kommt ja dann der Raid raus. Der Titel der Stimme heißt der Laden hier. Und da geht dann auch die Questreihe weiter. Vorher bekommen wir aber noch das Toy und das können wir uns auch dementsprechend jetzt schon erspielen. Und zwar zeige ich euch das jetzt mal. Zuckender Augapfel. Das klicken wir an und sobald wir das gemacht haben, haben wir hier quasi so ein Auge auf dem Kopf. Quasi Inzots Augapfel und der sieht dann alles, was wir sehen und wir sind dann hier im Club der Inzot-Anhänger quasi. Gut, was müssen wir dafür machen? Wir brauchen als allererstes eine World Quest und zwar einen Naga-Angriff. Den gibt es ja jetzt schon seit einer Weile, dass man die spielen kann. Und da sind einfach ein paar Naga, die quasi hier die Küste angreifen. Und wenn man das erledigt, bekommen wir einen Buff, wo wir 2 Stunden lang Stats bekommen, um 1000 erhöht. Heißt, diese Naga-Angriffe sind eigentlich immer ab, also ist immer zumindest einer am Start. Und zwar in den verschiedenen Gebieten, meist in der Küste. Also ihr müsst ein bisschen gucken, wenn ihr eine Azurit-Quest seht, die ein bisschen mehr bringt. Die heißt Naga-Angriff, dann seid ihr richtig. Gestern hatte ich zum Beispiel hier noch eine und die sind eigentlich in allen möglichen an allen möglichen Stellen. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen hier Naga umklopfen und diese Naga können dann uns das Item droppen. Ich mache das jetzt mal an der Stelle und hau mal ein paar um. Ich habe von Leuten gehört, dass die hier bis zu 1/4 Stunde gefarmt hatten. Ich habe gestern das Ganze mit meinem Hordenchar tatsächlich schon gemacht, deswegen habe ich auch das Toy und habe beim ersten Mob irgendwie 2 von den Dingern bekommen. Ja. Es kann jetzt sein, dass ich extrem Glück hatte oder es kann sein, dass dass die Dropchance erhöht haben. Okay, ich hatte kein Glück. Die Dropchance ist dementsprechend nicht krass erhöht. So, jetzt müssen wir das Medaillon wegbringen. Und zwar einmal zu Kocho, Sammler Kocho. Das ist ein Tortolaner, wem das nichts sagt. Und da werden wir jetzt mal hingehen. Und ich schätze mal, dass ich jetzt als Allianzler... Genau, ich muss hier ins Sturmsangental zu unserem Spot von den Tortolanern. Als Hortler kann ich euch sagen, weil ich das gestern gemacht habe, wir müssen quasi zu unserem Spot von den Tortolanern. Und der ist hier. Dort könnt ihr als Hortler ja immer die Emissary Bag bzw. die Paragon-Kiste abholen. Und da müssen wir dann als Hortler hin. So, dann sind wir einmal bei Kocho angekommen. Da können wir nämlich jetzt die Questreihe abgeben gehen. Und dann haben wir eine neue, und zwar heißt die Befehle von Ashara. Wenn ihr mächtige Artefakte findet, und hier haben wir eine einen ominösen flüchtenden Dolch. Den klicken wir mal an und vielleicht die Schattenpriester unter euch werden schon erkennen, was das für ein Dolch ist. Tada, wir haben die Artefaktwaffe nämlich. Xalatav. Und um die geht's jetzt quasi. In der darauffolgenden Quest. So, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen die an einen Schrein bringen. Das war bei der Hordenseite übrigens auch so. Bloß auf der Hordenseite war es halt ein Nagerlager in der Nähe von dem Gebiet, wo man es abgeben musste. Also sprich in Zuldasar. Ne? Bleibt sich also gleich, ob ihr es bei der Horde oder Allianz macht. Sind wahrscheinlich die ganz kleinen Quests. Jetzt muss ich bloß gucken, wo der Altar genau ist. Ob der oben drauf oder unten ist. Nagerlager. Ja, reimt sich ein bisschen. Ich vermute jetzt mal, dass er oben ist. Ich hoffe nicht, dass er in der Höhle drin ist, sonst muss ich gleich wieder runterhatschen. Er ist in der Höhle drin, oder? Ne, hier oben. Ah, genau. Da legen wir jetzt mal den Dolch ab an dem Nagealtar. Und können die Questreihe dann abgeben. Stärke schwindet. Brauche Blut. Seelen. Blut, Seelen. Ich hoffe, ihr hört das einigermaßen. Also quasi spricht die Waffe mit uns jetzt. Das war auf der Hornseite auch schon so. Was ich mich da halt frage, ob die Waffe mit einem Shadow auch gesprochen hat oder ob das jetzt quasi nur bei der Questreihe jetzt der Fall ist. Da müssen wir halt einfach hier ein paar Nager umboxen. Ja? Ich bin jetzt hier gerade noch Feral geskillt. Sollte jetzt nicht so das Problem sein. Moment, da haben wir einen von denen. Wir haben jetzt quasi hier unten einen Balken. Und diesen Balken müssen wir einmal aufladen. Und das geht eigentlich relativ zügig. Ich habe jetzt einen umgehauen, 15%. Das Problem ist aber jetzt nur, dass hier ziemlich viele andere Dudes rumhampeln, die mir die Naga wegkillen. Ha. Huh. Sag aber nicht, dass hier alle... Oh mein Gott.
Also man kann anscheinend das hier in dem kleinen Bereich auf laden. Bloß hier ist jetzt gerade leider alles tot. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich das aufgeladen habe. Das scheint hier ein großer Kampf zu sein. So, da jetzt brauchen wir noch einen einzigen. Habe ich mich hier erfolgreich mit den anderen Leuten um die paar Nager gebettelt. Gut, Waffe haben wir aufgeladen. Jetzt geht's dann einmal zurück zum Altar und jetzt müssen wir das ganze Ding mal noch abgeben gehen. Und dann müssten wir ja eine Folgequest kriegen. Und zwar, wenn das genauso wie auf der Hornseite ist, müssen wir nämlich ein paar, ein paar Relikte beschaffen, die Salatav braucht. Jetzt schauen wir mal, ob wir die gleichen Quests bekommen. Ich vermute es mal. So, das geben wir ab. Die Naga suchen nach mächtigen Artefakten, um ihr Ritual zu speisen. Sie versuchen, einen Sturm heraufzubeschwören, der alle Ungläubigen von dieser Welt fegen wird. Fanatiker. Fanatiker. Ich weiß, es ist vielleicht befremdlich, mit einer Waffe zu reden. Doch keine Sorge. Ich will nur, dass ihr euer volles Potenzial entfaltet. So. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich völlig selbstlos einem Sterblichen geholfen, die Legion zu besiegen. Das hat mich so geschwächt. Leider war dieser Priester recht kurzsichtig. Ihr hingegen, ihr werdet es zu wahrer Größe bringen. Das spüre ich. Ihr und ich, wir werden zusammen Bemerkenswertes erreichen. Glorreiches. Glorreicher, so. Also ich lasse hier immer die Story-Elemente noch ein bisschen mit einfliegen. So, wir sehen uns jetzt gleich, wenn ich in Drustwar wieder angekommen bin. So, wir sind in Drustwar angekommen. Und zwar müssen wir jetzt hier den Lernstein besorgen. Salatav hat mir jetzt gerade schon nochmal ein paar Sachen erzählt um diesen Lernstein. Und wir müssen jetzt hier einfach die Typen außenrum einmal umboxen, dass wir den einmal looten können. Das machen wir jetzt mal ganz fix. Ah, stirb. Das war das letzte Mal auch schon so, dass ich sie zweimal irgendwie killen musste, warum auch immer. Dann war das doch kein Bug, ne? Dann war das anscheinend gewollt, dass sie ein zweites Leben hat. Ah ja, komm, hier. Friss Damage. So. Umgehauen haben wir die Elfin? Oder die leeren Elfin? Jetzt looten wir den Stein mal. Entfesselt den leeren Stein. Das sollte mir die Stärke verleihen, euch beim Aufspüren der beiden anderen Relikte zu helfen. Ja. Zu lange ist es her, dass ich sterbliche Gestalt angenommen habe. Dieser Körper ist sehr attraktiv. Meint ihr nicht? Die Waffe hat sich jetzt quasi den Körper der leeren Elfin geschnappt. Eure Stärke und Kühnheit sind mitreißend. So, und jetzt müssen wir uns quasi das zweite Artefaktteil holen. Und das finden wir in den Piratenunterschlupf. Und da müssen wir jetzt einmal nach Freehold rüber. Berichtet mir von euren Reisen. So, wir sind jetzt einmal in Freehold angekommen. Und zwar müssen wir jetzt den Piratenunterschlupf finden. Und ja, der befindet sich quasi einmal jetzt hier über die Brücke rüber, da hinten, wo eigentlich quasi in der Instanz, der links steht, der Boss. Ah, schauen, es wird hier anders gefaced alles. Schauen, jetzt müsste gleich Salatav wieder mit uns quatschen. Und wir müssen jetzt hier den hier umhauen. Den Leutnant. Ich muss näher ran. So, komm. Den bursten wir jetzt weg hier. Da geht er down. So, Dietrich haben wir gelootet und jetzt müssen wir quasi hier aus der Truhe diesen Dreizack der Tiefen rausholen, den sie anscheinend von den Nagern abgezogen haben. Und da hinten können wir die Quest abgeben. Heißt, wir haben jetzt quasi unser zweites Relikt einmal eingeheimst. So, Dietrich plus Ding geben wir ab. Öffnet unsere Begegnung war kein Zufall. Es war euch bestimmt, mich zu finden. So wie es mir bestimmt war, euch zu finden. Uns ist Großes bestimmt. Sicher spürt ihr es doch auch? Absolut, ja. Doch genug davon. Begebt euch zur Küste Volduns. Dort werdet ihr unseren dritten Preis finden. Okay, dann gehen wir auf nach Voldun, würde ich sagen.
Dann sind wir jetzt in Voldum angekommen. Und zwar hier oben auf den Koordinaten 51, 13 haben wir eine Höhle. Und da drin haben wir eine Krabbe, die wir jetzt umboxen müssen. Hier entlang. Ich glaube nicht, dass Tuatana uns die Krone freiwillig gibt. Tuatana, genau, die Krabbe. Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können. Die Krebs hauen wir jetzt um. Ja, ich mach da gar keine Blutung mehr drauf, das lohnt sich nicht. Best mal einfach weg, den Typen. So. So viele Möglichkeiten. Gut, und jetzt müssen wir zum Raid. Wir haben nämlich jetzt alle drei Items zusammengesammelt. Und hier ist quasi die neue Raid-Instanz und dort müssen wir jetzt einmal uns hinbewegen. So, wir sind im Sturmheim einmal angekommen. Und zwar sind wir jetzt hier oben vor dem neuen Raid-Eingang. Und hier steht schon Xalatav. Und die treffen wir jetzt mal. Habt keine Angst. Es war immer vorherbestimmt. Gut, und jetzt müssen wir quasi den Titel betreten. Und wenn wir die Quest haben, gehen wir nicht wirklich in den Raid rein, sondern quasi in eine extra Instanz für diese Questreihe. So, und ihr seht schon, hier haben wir ein großes, böses Auge, das im Moment noch verschlossen ist. Und hier steht unsere Xalatav, beziehungsweise wir können hier die einzelnen Items jetzt anklicken. Einmal den leeren Stein. Ein Stein, um die Dunkelheit anzurufen. Dann den Dreizack. Eine Waffe, geschmiedet in den Tiefen. Tiefen. Was haben wir da noch hier? Eine Krone für den Herrscher aller Welten. Hört mich an, Gott der Tiefen. Ich bringe euch den Öffner, den Bringer der Wahrheit, die Fackel, die den Weg erhält. Ehrt unseren Pakt. Lasst mich mein eigenes Schicksal finden. Aber die Klinge muss bleiben, um mir zu dienen. Ein fairer Handel. Mögen die Schatten euch leiten, mein Herz. Wir sehen uns wieder. Dessen bin ich mir sicher. Ich habe euer Schicksal geträumt, Sterblicher. Die Stunde ist nah. So, jetzt haben wir einmal die Gabe von Enthot erhalten. Und zwar haben wir jetzt hier diesen Buff, Enthots Geschenk. Und jetzt müssen wir einmal zurück nach Boralos, beziehungsweise das Hordler muss man halt dann nach Dazar Alor. Und da geht es dann weiter quasi. Dann kann man sich nämlich entscheiden, ob man sich den Buff entfernen lassen will oder ob man ihn drauf haben lassen möchte. So, nach mehrmaligen Rumporten bin ich jetzt schließlich in Boralos angekommen und wir müssen jetzt einmal Bruder Pike finden und der steht jetzt einmal hier unten rum. Oder ich kann mir das eine mal wegklicken, sonst haben wir das Ding über... Achso, jetzt sieht man es gar nicht. Man legt es in meinem Kopf. Oder weil ich das andere jetzt drauf hatte. Ah, jetzt habe ich den Kopf an- und ausgezogen, jetzt sieht man es wieder. Das ist halt das gleiche Ding, ne? Also diesen Debuff, den man hat, ist das gleiche wie das Toy im Endeffekt. So, jetzt können wir zu dem Typen gehen, das abgeben gehen. Und jetzt bekommen wir nämlich zwei Quests. Einmal kriegen wir hier 1500 Artefakt-Power. Und zwar müssen wir uns dann in den Titel der Stimme begeben. Können wir jetzt noch nicht machen, weil wir, naja, weil der einfach noch nicht offen ist. Ne? Die andere Quest ist die interessante. Jetzt müssen wir uns wieder mit ihm treffen. Und zwar woanders. Wir dürfen jetzt wieder zurück zu dem Punkt, wo wir vorher schon waren. Ich würde sagen, ja, das machen wir mal. Sein Blick ruht auf euch. Gut, treffen wir uns mal mit ihm. So, wir sind jetzt wieder komplett zurückgeritten zum Bruder Pike vor dem Titel der Stürme. Und ich weiß zwar nicht, warum er das nur hier machen kann, aber anscheinend kann er jetzt hier einmal mir den Fluch runternehmen oder ich kann den Fluch quasi drauflassen. Jetzt kann man mal schauen, ich bin bereit anzufangen. Und dann kommt hier auch ein Dialogfenster. Seid ihr sicher, dass ihr Enthots Geschenk läutern wollt? Ne? Diese Entscheidung kann nicht rückgängig gemacht werden. Oder sagen, ich will es behalten.
Und dann kann ich die Quest quasi nicht abgeben. Also das sind die zwei Optionen, die man machen kann. Sobald ihr quasi euch jetzt hierfür entscheidet, diesen Fluch runterzumachen, das können wir jetzt hier mal machen, dann bekommen wir nämlich auch unser Toy hier. Ich wollte zwar eigentlich mit dem Chardin behalten, aber ja, dass ich euch das jetzt mal zeigen kann, wie das funktioniert. Mach das dann mit einem anderen Char vielleicht nochmal. Weil ich möchte dann natürlich auch ganz gerne wissen, was passiert, wenn man sich für den Fluch entscheidet und den drauf lässt. Ob man dann dementsprechend im späteren Spielverlauf andere Interaktionsmöglichkeiten hat. Sonst würden sie einen ja nicht so explizit darauf hinweisen. So, also wir haben das Ding gereinigt. Können wir die Quest abgeben. Und zwar, ich hoffe auch bei ihm hier wieder. Genau. Mögen die Gezeiten Und euch jetzt bekommen wir segnen. hier das Toy. Die Das können wir machen. Strömung Und tada, sind wir fertig. Wenn ihr jetzt sagt, auf euer Main wollt ihr Entsatzgeschenk drauflassen und ihr habt keinen Bock, das runterzunehmen, dann spielt das hier halt mit dem Twink, holt euch das Toy und lasst es halt auf dem Main drauf, ne? Genau, das war's mit dem kleinen Toy Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Wie das jetzt hier mit der Raid-Quest weitergeht, kann ich euch im Moment noch nicht sagen. Da müssen wir jetzt abwarten, bis die Raid aufmacht. Werden wir aber spätestens nächste Woche sehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.